Hallo und herzlich willkommen zu TTT, zurück zu TTT. Und heute sind wir mal wieder eine gesammelte Mannschaft. Und zwar ist der Kevin dabei. Hallöchen. Der Paul ist dabei. Ja, gut, der Tobi ist dabei, wieder mal mit am Start. Und jetzt ganz neu in unserer Runde ist der Möller. Also auf meinem Kanal müsst ihr ja bekannt sein. Der Möller ist mit dabei, ich freue mich so. Und ja. Endlich auch mal jemand, der dich mag. Und wir müssen aber... Und Möller, genau. Und Möller hat noch Welpenschutz. Also bei ihm, hat noch eigentlich gar keine Erfahrung hier. Oh, ja, deswegen gehe ich davon aus, dass er die dreiste Drecksau von allen ist. Aber wir legen einfach mal los. Also gleich alle erschießen. Richtig. Okay, also das ist eine geile Map, muss ich sagen. Paul, zieht auf mich? Ja, auf wen auch nicht. Da kommt der Onkel. Ja, ach, du bist dann wohl... Nö, das ist doch der Paul, warum sagst du Onkel? Ist doch der Paul, wieso komm ich denn da? Hä? Verstehe ich nicht. Na, weil Kevin hinter dir ist, du Pfeife. Ach, na eben, hi. Kriegst gleich von beiden Seiten. Mhm. Einmal von hinten, einmal von vorne. Kannst ja aussuchen, wer kommt. Hallo, Paul. Kann man drauf? Aber... Wo ist denn jetzt dann? Hilfe. Oh, scheiße, jetzt muss ich niesen. Hilfe? Oh, scheiße. Los, Kevin. Ja, oh, Entschuldigung. Gesundheit. Ah, oh, ach, da ist auch der Müller. Da ist auch der Müller. Der Müller. Ja, okay. Hallo. Ja, Müller. Warte mal, ich komme mal. Oh, nein! Kevin. Aua. Kämpfst du da in der Röhre? Verdammt, die Scheiße. So, da haben wir es wieder. Müller, seine blöde, dreckige Lache. Tobi, lebst du noch? Okay. Alter, aber ich finde jetzt. Bin noch gesund und munter. Und holt sich einen runter. Nein! Hast du Scheiße. Kevin? Ja. Hast du gerade geschossen? Oh! Nein, ich hab gerade geschossen. Ach, Kevin, okay. Tobi. Tobi, hau ab. Oh Gott, das ist voll gefährlich, die Map, ey. Warum? Weiß nicht, wenn man über rumkraxelt, fliegst du überall runter. Alter, was war das denn? Irgendjemand datet wieder rum. Och, er hat mich gerade eingebrannt. Im Keller. Was für ein Branding? Mhm. Der Möller, aha. Hi. Ich versuche hier nur die Leiter ohne Schaden. Wie der Paul da oben steht, weil es sind alle so an. Nein! Ja, das ist eine gute Frage. Wie kommt man die Leiter runter ohne Schaden? Ich vertraue den einfach. Wen? Aber schön, dass du mich siehst, Kevin. Tja, du hast mich doch gerade angeguckt. Hä? Das ist Tobi? Ich vergiss es, Paul. Müller, okay. Ich wette, Onkel ist es. Warum? Ach, weil weißt du nicht? Normalerweise ist immer Tobi schuld. Ich wurde Tobi hier immer hier eingebrannt in den Keller. Da muss ich ja unten stehen bleiben. Diese Leitung ist echt gefährlich. Müller, Mann. Ja. Ja, ich wette, du schießt gleich auf mich, Onkel. Hä? Na, warum springst du denn? Warum soll ich denn auf dich schießen? Diese verfickten Leitern, ey. Alter, nee, ich will ja nicht runter. Warum nicht? Weil ich mich nicht traue. Ach, weil die scheiß Leitern sind doof. Ja, weil du damit nicht umgehen kannst. Mit Leitern? Genauso wie Tobi, der gerade runtergefallen ist. Ey. Ja, ich bin nur abgerutscht. Ja, der Müller ist bloß abgerutscht. Ja, ja, klar. Der abrutscht auch nochmal. Ah. Kevin? Ja. Wo bist du, Gammelfleisch-Bubi eigentlich? Ja. Ach, da hinten. Hey, Kevin, warum bist du wundet? Ja, weil ich vom Trotter gefallen bin. Ach warte so. Mal, Tobi? Nee, der ist gerade runtergefallen, die Leiter. Ach so. Ist er tot? Ach, da ist die Leiter runtergefallen, ne, Paul? Der Idiot. Nein, ehrlich, er ist die Leiter runtergefallen. Ja, würde ich jetzt auch so behaupten. Wenn ich ihn erschossen hätte, hätte ich mich ja wenigstens doch gefreut. Aber ich habe es vorhin schon drauf hingewiesen, als ich einen Platsch hörte. Was? Hallo. Und wenn nicht, könnt ihr mich ja umbringen und euch darüber freuen, dass ich es nicht war. Ich jedenfalls sehe ich euch zwei schon, euch drei schon mal da hinten. Wer von euch als letztes stehen bleibt, hat eine Kugel im Gesicht. Ah, dann geh ich mal zu Paul. Ja. Ich sehe ihn nämlich da hinten. Ja, komm her. Soll ja nicht alleine sterben. Ja. Ich könnte ihn jetzt so wegballern, ne? Ich dich auch, aber ich möchte irgendwie noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich kann man nicht. Hallo, Paul! Hallo, Paul! Hallo! Hallo, Paul, du kleiner Stinkstiefel! Hat man ja schon die Leiche gefunden von Tom? Der ist runtergefallen! Ja, ich kann ja gerne das will ich auch sagen. Das will ich auch sagen. Guck mal, was ich jetzt machen kann. Na, ich mach's nicht. Sonst werde ich wieder als Trader verhöhnt. Bist du doch! Warum? Also von daher? Wo ist der denn runtergeklatscht? Ja, ich würd's auch gerne wissen. Ah, da hinten! Da ist der Blutfleck, da unten. Ja, genau. Der war zu blöd, da auf den Voraufsprung darauf zu gehen. Alter, wie sie alle um mich rumwibbeln.
Ihr seid ganz schöne Drecksäcke. Boah, da ich hab... Na, boah, Kevin? Quatsch. Nee, ich wollte ein bisschen da rangehen und gucken, aber das ist, glaube ich, eine blöde Idee. Kannst du gerne machen. Sonst mach ich's gleich, sonst mach ich gleich den Tobi. Zeig uns den Tobi. Warte, voll... Au. Hä? Einfach mit den Leiter gesprochen. Gut. Macht ihr gut. Passiert mir aber auch. Aha, ah, der Onkel. Der Onkel, der Onkel. Der Onkel. Mit dem Frunkel. Mein Gott. Was ist das da unten für eine komische Unten ist ein Swimmingpool. Wo denn? Sag ich mal. Hier hinten. Da, oh, ist eine... da unten. So ein Ölfleck. Na, wie soll ich denn da reinspringen? Bin ich doch tot, Mann. Du musst mal deinen Enterhaken. Hä? Benutzt mal den Enterhaken, der war gut. Ah. Komm ich hier dieses Rohr, oder wie muss ich hier runterklettern? Ach hier, Leiter. Bin ich Leiter, hier. Oh, ich hab's geschafft, ich bin eine Leiter, ich hab eine Leiter überlebt. Hä, warum sind hier überall Blutflecken? Da? Ja, weil da irgendwo immer einer runtergefallen ist. Der Möller, der verfolgt mich so komisch. Ach Quatsch. Klar. Aha. Ich seh's doch. Aber für mich, also für mich ist der Hauptverdächtige ist der Paul, weil der erzählt hier, der ist vom Dach runtergefallen. Ja. Der hat ja bestimmt mit der Crowbar runtergeschubbt. Ja, oder so. Na klar. Ich weiß gerade so ein Rollwagen. Nicht, wie das geht. Guck mal da auf, da, auf diese Baustelle, wo die Säulen noch sind. Da Alter. Ist gerade Tobi in diesem Rollwagen. Was? Tobi ist im Rollwagen? Ja, der bewegt gerade den Rollwagen. Ey, okay, der auf damit! Onkel? Guck. Fang! Die ist so belastet. Die hat sogar getroffen. Die ist doch neben mir hergeflogen. Oh, geil. Oh, Alter. Du weißt nicht, das so. Vor allem, er oh, kommt da hoch und du reagierst und ich sag noch, oh, geil, okay. Ja, ich hab das doch gesehen. Ich wusste nur nicht, von wo er jetzt gleich kommt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er zu 30 noch die Leiter hochgeht. Kann man den Leitern ordentlich runtergehen? Ja, der Möller war Frischfleisch für mich. Der war schon angehittet und rennt die ganze Zeit hinter mir her. Ja, weil ich die Leiter runtergefallen bin. Und ich hab scheiße dabei immer die ganze Zeit auf eine Situation gewartet, dass ich den Möller endlich wegpumpen kann. Und jedes Mal hat mich irgendjemand im Blickfeld gehabt. Und das Lustige ist, doch jetzt mal deine Worte. Und das Lustige ist, dass ich Möller weggeschossen hab und der Paul läuft noch über eine drüber und läuft weiter. Das hab ich nicht mal mitgechillt. Ich hab bloß den Schuss mitbekommen. Was denn jetzt? Ach, vor allem... Ja? Wie es keiner mitgekriegt hat. Der Müller auf nochmal weg ließ. Ja, naja, wahrscheinlich, gut, weil wir es nicht gewohnt bin, dass er gewohnt sind, dass er dabei ist. Naja, ach, das wäre bei jedem anderen so gewesen. Das stimmt allerdings. Das ist also rüber. Ich war gefickt eingeschädelt. Tobi. Und da hinten, ja, mit seinem blöden Gekämpe da hinten auf dem Dach. Gekämpe da hinten auf dem Dach. Tobi, was machst du da in dieser Rolle? Mann, aber der ist der Kevin, die aufpassen. Wie er da stand, die ganze Zeit beobachtet und dann aber. Was? Ach, schön. Hast du gerade bei mir geschossen? Du bist der Einzige, der hier ist. Hä? Warte mal, Gott, Tobi. Der ist doch Möller, der hat sich bestimmt. So, ich wollte gerade sagen, Tobi redet auffällig, aber der konnte ja nicht reden, weil er vom Dach gefallen ist vorhin. Genau, aber hier? Was machst du hier? Willst du mich verarschen? Ich glaube, es war der Tobi. Ich wurde gerade am Brand gesteckt hier. Paul? Paul versucht mich vom Dach zu stoßen, wollte ich nur mal sagen. Okay. Paul ist ein ganz, ganz böser. Ich brauch den Namen. Leider. Ich brauch den Namen. Bleib mal stehen. Du brauchst den Namen von den Leuten, die du erschießt. Aber wie so, hey, guck dir mal den da drüben an. Das sieht lustig aus. Ich weiß, das sind Paarungsrituale. Jetzt diese Hilly, die Benny Hill Musik. Ich weiß. Was ist denn hier los? Tobi, lebst du noch? Nee, ich bin nur so. Ja, der Tobi rennt hier unten. Da ist eine Etage, zwei Etagen weiter unten. Na, willst du vorgehen? Warte mal, Paul, warum vertraue ich in dir eigentlich? Obwohl ich weiß, ich... Ich kippe euch beide davon aus, dass du nicht schon wieder bist und du weißt, dass ich zu schlecht bin, wenn ich Trader bin, weil dann wärst du schon lange tot. Stimmt. Tobi, was machst du da? Ich versuche da reinzukommen.
Das geht nicht. Ja, das kennst du, ne? Story of the Life, ne? Ein Ding fehlgeschlagen. So. Sag mal, jetzt reicht's aber. Was macht er denn da? Ich trau dem Malachi nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, warum folgst du mich so grob? Oh, ach, so. Wer ist jetzt abgestürzt? Hat er sich weggebumst? Ach Gott, ist Tobi. Aber Tobi hat sich jetzt schon selber, oder? Ja. Weiß ich nicht. Also Tobi, so Dachlevels sind nix für dich, glaube ich. Nee. Ah, nein! Ach. Ach, für dich auch nicht. Und Leitern sind auch nix für mich. Leider sind leider nix für mich. Wo wollte denn jetzt eigentlich der Tobi rein? Da keine in das Ahnung. Gebäude. Hat ja, in das Fenster. Irgendwie. Irgendwie machst du mich nervös da hinten, du da auf dem Dach, warte. Ja, ich weiß. Also ich würde sagen, dass Paul das nicht ist, weil ich stand die ganze Zeit wirklich neben ihm. Wer ist denn jetzt Paul? Paul ist der hier drüben auf dem Dach steht. Der Necron. Ja, da kommst du echt nicht rein irgendwie. Was hat denn so ein Scheiß? Gut. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt zu euch? Warte mal, hä? Ja, von hier aus. Hier ist er auch noch. Ah. Oh, wäre fast gefallen. Interessant. Wie komme ich denn überhaupt? Ach so, da hinten rum. Huch. Möller, lebst du noch? Ja. Okay. Ah, okay. Was denn? Nee, ich wollte nur gucken, ob du noch lebst. Paul? Ja. Auch noch. Ich glaube, ich ja gerade noch gehört. Ich wollte nur nachgucken, ob alle leben. Ja. Sobald du nur noch umbringen musst. Hast du gut gemacht. Genau, ja, natürlich. Hast du gut gemacht, Paul. Paul sag ich schon wieder. Kevin. Lob den doch. Also, solange ich mich heute an Pauls Leiche vergangen habe, dann weiß ich auch, dass ich ihn noch töten muss, von daher. Was? Ja, was? Das hast du gerade nicht gesagt. Kevin ist halt nekrophil und schwul. Hat er nicht gesagt. Ja, der Nekron, ne? Guten Tag. Guten Tag. Der Kevin. Warum bist du denn eigentlich schon... Achso, weil ihr ja vorhin irgendwie runtergeflogen seid, ne? Nee, ich wurde im Brand gesteckt geworden. Nee, da hat Tobi wieder Brandgranaten durch die Gegend geworfen. Kevin. Und da kommt man nicht in dieses Fenster rein, oder? Hört mich nicht so an. Nee, also ich kann da nicht rein. Ich wollte es aber auch nicht so penetrant versuchen wie Tobi. Also vom Dach fallen ist jetzt immer den Tobi machen. Hier okay. Rein? Warum kommt er da nicht rein? Nein, nicht da rein, das andere Dach hier. Oh, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen, oder? Hier vorne. Ach, warte mal, Moment, ich komme wieder zurück. Boah, wer hat Alter, irgendjemand hat eine AWP, das heißt? Ja. Ach, AWP ist eine Traderwaffe. Möller. Okay. Nee, nicht alle. Der wollte mich gerade über den Haufen jagen. Nein, aber die richtige AWP ist eine Traderwaffe. Ja, die richtige AWP ist eine Traderwaffe. Trotzdem würde ich sagen, dass Möller mich gerade über den Haufen schießen wollte, weil ich den gerade kurz gesehen habe. Willst du mich verarschen? Also, ja. Onkel war bei mir und ich war hier. Ja, siehst du, du willst mich verarschen. Ich lauf doch hier die ganze Zeit rum. Ich finde hier niemanden. Oder Tobi? Ach, Tobi sag ich schon. Oder Power selber. In das Fenster hier mit der Leiter oder was? Ja. Aber wie wär's, wenn du mal die Scheibe wegschießt, ihr Vollidioten? Ja, nein, schieß auf mich, wenn du meinst, dass ich das nicht gesehen. Trau dich. Siehst du? Traust dich nicht. Also bist du dir nicht sicher. Und wie komme ich hier hoch? Ich bin mir sicher genug, dass ich dir nicht vertraue. So. Ja. Und jetzt okay. Geh weg. Ja gut, das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit hier mit dem Vertrauen. Ich hier niemanden. Ja, aber das Schlimme ist, dass der Sound bei mir halt ein bisschen kacke ist. Deswegen kann ich nicht sagen, ob der von links oder von rechts kam, weil er stand rechts von mir und guckte kurz dumm um die Ecke. Das habe ich noch gesehen, als der Schuss fiel. Okay. Also ich würde jetzt auch die Tendenz zu Möller haben, weil Kevin und ich waren zusammen, wo der Schuss kam. Ja. Ja, traut euch doch. Und Paul, der hätte mich die ganze Zeit auch schießen können. Ich hätte schon längst über den Haufen. Aber Paul hat auch eine AWP. Kevin. Ich habe keine AWP, ich habe die normale Rifle. Ja, meine ich ja. Aha. Ob sich das gleich anhört. Oder nicht gleich anhört. Nee, das hört sich auch nicht gleich an. Das hört sich nicht gleich an. Die AWP hat ein bisschen mehr Bewusstsein. Die AWP hat eben, die AWP macht Poch. Hätte ich die gehabt. Oder wie die heißt, dann hätte ich gesagt, ja. Wie hört sie sich denn an? Ich höre hier immer nur boom, boom, boom. Das. Das gibt's ja nicht.
Ja. Geh auf jetzt! Scheiß Tür. Meine Scheiß Fresse. Tür. Boah, macht der ein Kira. Mein Gott. Wow. Oh, was war denn das? Ja. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Hä? Ist es doch der Paul oder der Onkel? Ich hab immer noch eine andere Waffe. Ich hab eine Schrotflinte rein und renne hier drüben auf dem Dach rum und versuche auf das Dach hochzukommen. Und ich sehe nicht mal, wo ihr seid. Ach, da hinten sind zwei. Hä? Was ist denn jetzt? Mal los bei mir. Ist ja jetzt gerade so erschrocken. Na! Oh, ich hab's geschafft. Ja, ach, das ist auch bloß eine Pumpe. Mm. Hallo Müller. Schön, ich dass ihr beide da seid. Ja, irgendeiner ist hier um der Ecke. Aber ich weiß nicht. Ich? Ja, ich. Kevin. Oder auch Kevin. Kannst du dir aussuchen. Onkel, liebst du noch? Ja. Okay. Ich hab gerade aufs Fass geschossen. Hallo Kevin. Das war der Knall. Das ist doch... Gibt's doch nicht, wie ist was ist denn jetzt? Hier los? Wir haben noch 2 Minuten, lieber Trader. Ja. Deswegen bleibe ich ganz tief entspannt. Das könnte die, mit einer der ersten Runden sein, die wir mal komplett zu Ende machen, ohne uns vor ja, ist schrecklich. Geht ja gar nicht. Ja, dann streng dich an, Kevin. Ja, dann guck mal her. Ja, hier ist Möller. Möller ist vor mir. Ja. Onkel? Onkel? Möller. Töte ihn, Kevin. Kevin? Ja, ich lebe noch. Ja, wenn du ihn siehst, hau ihn über den Haufen. Ich überlege gerade nur, welche Waffe ich am besten nehme. Ich hab den Weifel. Ich glaube, der ist in dem einen komischen Gebäude, wo der Baugerüst hochgeht. Da hinten bist nämlich du. Da bist du, glaube ich, am Baugerüst rum sein. Es gibt so viele Versteckmöglichkeiten, das ist schrecklich. Ja, vor allem, weil du kannst ja auch noch die Etagen tiefer gehen. Aber ich komme, das Schlimme ist, ich komme von hier nicht weg, ohne zu sterben. Oh, wer ist denn das da? Hallo, Kevin. Vielleicht bist du es ja aber auch. Ja, genau. Ich habe Langeweile und baller die alle über den Haufen, weil ich gut bin. Genau. Ganz ehrlich, Kevin, du weißt, ich bin ein Schnellschießer. Ich hätte euch schon längst angeballert nach 3 Minuten und dann wäre hier Feierabend gewesen. Also bitte. Und. Oh, die stehen die ganze Zeit auf Deutsch gesagt nebeneinander. Ich finde das so lustig. Ich hätte schießen sollen, als ich die Chance hatte. Oh, super, super. Und Tobi? Ich hab dich getötet, das war meine Granate. Ich wusste nicht, ja, dass du auch eine Etage tiefer fliegen kannst. Das war nämlich diese, was ist die Granate? Disco-Granate. Disco-Bulador. Jetzt gehst halt, du mit sich zurück, aber zu halten, ne? Der Finger juckt die ganze Zeit. Aber ich fand's jetzt gerade lustig. Hast du eigentlich gemerkt, dass er neben dir auf dem Dach stand? Die ganze Zeit, obwohl du geschossen hast, er stand die ganze Zeit auf dem Dach. Ich hab ihn gehört, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Weißt du, waren wir auf demselben Dach oder was? Ja, natürlich, du standest genau nebeneinander. Genau, ihr wart genau nebeneinander. Du warst oben drauf und er war unten drunter die ganze Zeit an der Tür. Genau. Also, und ich hab die ganze Zeit mir hier Facepalm, oh Mann. Ich auch. Oh, ja, ich wusste ja nicht, wo der andere war. Nee, aber das könnt ihr ja nicht wissen. Aber es ist halt lustig, wenn du es als Außenstehender siehst. Ja. Dann greifst du dir automatisch den Kopf. Oh, das hat super funktioniert mit dem Ding. Hä? Da wolltest du denn hier rum? Ich hab die Scheibe kurz weggeballert. Achso. Hallo Onkel, ich sehe dich. Echt? Wo? Ja. Ach da, Kuckuck. Ja. Jetzt guckt man ja auch rein, Tobi. Kuckuck. Also ich bin auf jeden Fall ein Lieber heute. Ich bin heute mal wieder ein Lieber. Der Tobi spielt mit, ach, da habe ich nicht. Wenn er das schon wieder sagt, weißt du? Der Tobi, ja, der spielt wieder mit. Der Tobi spielt wieder mit und ich bin kaum Trader. Das ist grauenvoll. Du weißt doch, wie das ist, Kevin. Dann regt er sich wieder eine halbe Stunde auf darüber, dass er kein Trader ist, und dann ist er Trader und er hält den Mund, der ist tot. Hallo. Hallo. Guten Tag, ich bin hier oben. Warte mal hier. Guck mal, Achtung, Brandgranate. Ich würde rennen.
Du kriegst ja weniger Karma. Huch. Huch. Warte mal, habe ich jetzt wirklich weniger? Nö, ich habe kein weniger Karma. Du verlierst es erst am Ende der Runde. Deswegen habe ich auch nur noch 896 Karma, weil ich Tobi weggebolzt habe in dem Ding. Achso, Na, Paul. Hi, Kevin. Paul ist Traitor. Warte mal. Warum? Was? Warte mal. Müller? Nee, Müller? Onkel? Müller? Ja, ich wusste, weil der Müller war da drüben, der Einzige, der da war, war der Kevin. Okay, weißt du, hast sie mit deiner scheiß Brandgranate gekillt und ich dachte so, ey, jetzt schieb ich dir in die Schuhe und dann Alter. Echt? Hab ich ihn wirklich mit der Brandgranate? Du hast sie mit deiner Brandgranate gekillt. Echt? Oh ja, Gott. Das ist so schlecht. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ja, da hättest du jetzt lieber nicht auftauchen sollen. Ich hab mir extra diese scheiß Baseballschläger gekauft, damit jemand von mir zu hauen. Ach, genau. Alter. Das ist eine echte miese Aktion von dir. Von mir? Ja, du hast ihn halt in der Granate. Du wolltest. Gesehen. Ja, aber du wolltest mich doch jetzt hier, ne? Und das ist ja. Ja, warum sagst du denn? Dann hättest du es ja gar nicht auf mich schieben müssen, dann wäre ich es ja wirklich gewesen. Deswegen war deine Aussage gerade ein bisschen komisch. Ich hätte es auf dich geschoben. Was ist Tobi? Das ist Tobi, ja genau. Denk nicht drüber nach. Ach so. Einfach. Okay. Macht er auch nicht. Doch, aber zu schnell. Ich glaube, er denkt mehr darüber nach, welche Schuhe er morgen anziehen soll. Was? Ja. Aber keine. Aber Sandaletten, ob weiße Socken oder rote. Oder pink, ich hab gehört, das ist bei ihm eine Trendfarbe. Wer wirft denn da schon wieder Scheiße rein? Kevin, nicht Tobi! Tobi! Alter, wollt ihr euch eigentlich gerade verarschen? Das hat mir gefehlt, die letzten Runden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn das? Hi, Onkel. Hör mal auf, hier was war ich? Ich hab eine Scheibe kaputt geschossen. Hey, meine Tag funktioniert wieder. Warum springst du so von mir rum? Weiß nicht. Achso. Geht doch weg. Müller! Ich will eine Wife! Ja. Oh, jetzt warst du fast runtergeflogen. Tüdelüdelüdelü. Ich weiß, wo welche sind, Kevin. Nein, ich will ganz bestimmt nicht mit dir mitlaufen. Was ist das denn? Oh, wer ist denn das jetzt hier noch? Ja. Ach, das ist ja der Müller. Hä, da ist doch gerade noch jemand vor mir rumgesprungen hier. Wie? Nein! Hä, was ist denn jetzt passiert? Die Pippel im Gesicht, du. Wie hast du bekommen? Ja, das war ich aber nicht. Das war ich aber nicht. Möchte ich nur mal dazu sagen. Da? Ist klar. Was? Wie? Du bist irgendwo runtergefallen. Das habe ich genau gehört. Jetzt willst du. Was? Nein, bin ich nicht. Boah, du mieser Drecksack. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Aber die hören dir gerade sowieso nicht zu. Alles gut. Oh, Disco. Au. Arsch. Warum läufst du mir da hinterher, Onkel? Weil du das vorhin so mit mir gemacht hast. Willst du mir jetzt den Rest geben? Oh, hier, guck mal. Oh, hi. Ja, ich lasse dich mal alleine, ne? Ich Kevin. Der Kevin. Nee. Warum hast du gerade so eine Pistole gewechselt? Hä? Ich kann gerne hier. Wer hat so eine Pistole gewechselt? Ich hab die ganze Zeit Pistole gehabt. Da. Seid ihr jetzt fertig? Ja. Hier immer mit einem Kinderkram. Warte mal noch. Einmal noch. Okay. Ich geh mal lieber. Ist hier draußen? Okay. Wo verfolgst du mich? Hä? Weil ich dich die ganze Zeit schon. Ich hab die ganze Zeit dich verfolgt. Wieso tust du das? Warum nicht? Ach, Herr Müller. Der wechselt zu oft die Waffen. Kann sich halt nicht entscheiden. Naja, ich glaube, der hatte nämlich gerade die Crowbar in der Hand. Echt? Und dann Shotgun und dann. Ach, das ist Tobi. Das da vor mir ist Möller. Paul, ja? Lebst du noch? Und du bist das Tobi. Paul? Onkel? Ja. Huch. Kuckuck. Paul? Was ist denn das hier? Paul? Och, Alter, hör doch mal auf, so um mich rumzuspringen. Boah. Übel. Du machst einen narrisch. Hör auf jetzt.
Ach, Onkelchen. Okay, hier hinten liegt auf jeden Fall schon mal der Körper von Paul. Also ich war die ganze Zeit hier bei Möller. Tobi, du Drecksack. Willst du jetzt hier verarschen oder was? Oder Möller, der kam hinter uns her. Nee, ich bin die ganze Zeit hinter dir. Die ganze Möller Zeit kam schon. Aber aus der Richtung. Ja, eben. Warum hast du ihn dann gefunden, wenn du weißt, wo er ist? Also Möller war es nicht. Tobi, du Drecksau. Onkel. Was, wie Onkel? Oder warte mal, Kevin? Tobi? Paul hast du ja gefunden, ne? Ja, Paul liegt da hinten. Hä? Komm hierher und guck dahinter. Warte. Wohinter? Da hinten. Siehst du da von hier aus. Echt? Ja. Ey, ganz ehrlich, wenn keiner mehr redet, ne, und der Onkel lebt noch, ne, er schießt ihn. So eine Ratte, ey. Haut er mir einen Bumerang zwischen die Kiemen. Mir auch. Ja, wo war denn deine Leiche? Da hinten auf dem Dach, ganz da hinten, habe ich ihn. Ja, vor allem, keiner kriegt's mit. Ja. Weißt du? Das Schöne ist, ich hab Kevin mit Pauls Bumerang getötet. Also ich konnte ja Pauls. Nein! Ja, du kannst ihn wieder aufsammeln. Ja, mit Pauls. Nein. Ich bin in der Luft gespawnt, deswegen bin ich tot. Weil ich sag vorher noch, weißt du, warum jetzt halt zu ihm, warum verfolgst du mich, ne? Ja. Dass du darüber nicht mal nachdenkst. Und das Schöne ist, ich konnte das schön ausnutzen, mit dem, dass da Tobi die Leiche gefunden hat. Konnte ich mit Möller schön ausnutzen. Das hat sogar funktioniert. Das war so typisch, ey. Ich kann schon ein richtiges mieses Schwein sein. Ach, das fetzt schon. Das war so ein richtiger typischer Onkel-Move. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Direkt vor mir gespawnt. Ja, ich bin ja, ich war ja auch tot. Normal. War sehr erschreckend. Ja, wenn auf einmal der dicke Onkel vor einem steht. Aber ich hab den Leitertrick raus. Wenn die Leiter lang genug ist, fall einfach runter und spring an die Leiter ran. Na, das klappt aber nicht immer. Nee. 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 Wer steht da am Trader-Shop rum? Onkel? Ich? Nein, ich bin innocent. Ich bin ganz lieber. Bedenkt, dass wenn der alte Mann in eurer Nähe ist. Ja, ich werde mich dran halten. Ach ja, Gott. Es macht so Spaß. Ich sage ja, ich brauchte ein bisschen, aber ich bin dann schön reingekommen in das Spiel. Ja, hast du gemerkt. Kevin, könntest du bitte eine andere Trader-Waffe einführen? Einen großen Dildo? Warum geht denn eigentlich die Furzgranate nicht? Die geht doch, oder? Die geht. Nee, bei mir ging die Furz nicht. Nur zu schlecht, die einzusetzen. Bleib bei den Dingen, die du kannst. Aua. Trader sein, das kann ich gut. Und das gewärmt. Trader sein, das kann ich gut. Entweder Trader, eindeutig. Lügen und betrügen kannst du, ja, das stimmt. Was? So schlimm bin ich jetzt nur wieder nicht. Der Möller ist bloß gerade ziemlich leise. Ach Quatsch. Da hat sie uns immer mehr geredet. Oh, nein, du Arschlöcher! Da ist er geflogen, geil! Was war denn jetzt mal da? Ah, die haben Onkel durch die Gegend fliegen lassen, in der Disco oder so. Ich hoffe, das war die Disco. Oh, seid ihr assi, ey. Da hat man den Abflug gemacht. Wer war denn das? Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir bloß sagen, dass er hart geflogen ist. Ich hab's gesehen, ich stand direkt daneben. Ah, das kann der Alte auch fliegen. Ah, nicht weit, aber dafür tief und meistens mit dem Gesicht voran. Ah, wer lebt denn jetzt alles noch? Ich lebe noch. Das ist nicht so schön, aber damit kann ich um. Und wer noch? Tobi lebt ja doch gerade noch. Tobi? Möller? Ah, Möller oder Tobi, Kevin. Toll. Mmh. Oder du. Du kannst mich gerne verdächtigen, genauso wie ich dich gerade nicht verdächtige, aber ich weiß nur eins, derjenige, der mich findet, hat gleich eine Kugel im Gesicht. Das Problem ist, es hätte ja irgendeiner mitkriegen müssen, wenn einer stirbt überhaupt dir.
Hab ich doch. Ich hab doch gesagt, dass Onkel geflogen ist. Ja, gut, Onkel, ja. Ich meine, das war ja klar. Das haben alle mitgekriegt. Ja, gut, das haben auch alle gelacht. Aber Inga lebt doch noch. Ja, weiß ich. Entweder Tobi oder der Möller. Ich glaube nicht, mal, dass es der Tobi ist. Der hätte mittlerweile schon gelacht über die schlechten Witze. Da bleibt also bloß dieser sehr konzentrierte Möller. So als Neuer. Da kann sowas mal vorkommen. Ja, der wartet dann, bis wir beide uns über den Haufen geschossen haben. Ja, aber das wird nicht passieren, weil wir beide kennen uns und wir wissen, was wir wollen. Campen. Und dumm schwafeln, aber du bist tot, halt die Klappe. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn auch noch nicht gefunden. Ich hab bloß die falsche Waffe. Gibt's hier überhaupt falsche Waffen? Ja. Eine Schrotflinte auf Entfernung ist immer eine falsche Waffe. Ja, da sehe ich jemanden laufen. Es ist kein Leben. Ja. Du hast Schaden genommen, wovon? Ja, weil ich gerade so den Tempo runtergefallen bin, mal wieder. Zum hundertsten Mal. Du kannst auch gar nichts. Ach du, ganz wie wahr. Sag mal, wahrscheinlich, wenn du ein paar Leichen gefunden hast. Also wo Onkel ist, weiß ich. Den sehe ich. Diesen matschigen Haufen Dreck. Oh, da ist er. Hola, oh. oder Tobi. Oh, einer von meinen lebt. Warst du das gerade? Nein, deswegen. Ich habe ihn gerade auch nur gesehen. Ja, ich war das gerade, der geschossen hat aus Reflex. Kevin? Ja. Ich hab mich erschrocken. Boah, jetzt habe ich mich aus meinem Versteck rausgekommen. Ich hasse dich, ich hasse dich! Mann, ja, was, ey! Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir! Dreckiges Stück Müll, Alter! Oh Mann, ey! Kevin, du bist so eine Ratte! Jetzt hab ich doch mal diese Türbombe kennengelernt! Ja. Hab ich euch beide weggesprengt? Was war denn mit dem Müller? Ich bin runtergefallen, genauso wie du. Ach, du bist auch durch die Disco. Okay. Ich hab nur die eine Leiche gesehen. Ach, da unten nicht die andere. Soll ich offen und ehrlich sein? Ich sag so, wenn wir mit vier Leuten auf dem Haufen sind, schmeiß ich halt mal eine rein. Irgendeiner wird's schon sein. Super. Ja, das ist immer fies. Aber geil, ey, dass die Dorbomb hat funktioniert. Das fand ich gut. Alter, das war Ding, das war echt heftig. Ich sehe dein Crowbar gesehen. Ach so. Und dachte so, okay, kannst die Tür aufmachen. Mach die Tür auf und dachte so, was ist das denn jetzt? Und merkte so, wie mein Körper fliegt. Ich war gerade aus der Tür, auf der Tür weg, ne, wo man so wumms. Oh. Du hast gemerkt, wie dein Körper fliegt. Ja. Das waren die letzten Zuckungen. So, also ich bin auf jeden Fall ein Lieber. Der Baul. Ja, dann ist Onkel wieder. Onkel? Kennst du doch Onkel schon. Der macht das halt immer. Was? Ey. Aber sind wir jetzt alle als Twitter durchgekommen? Nee. Onkel, glaube ich, hat da einmal versagt. Nein, ich habe vor uns durch. Ich habe zweimal war ich Trader und habe beides geschafft. Ja, und ich war bis jetzt nur. Doch, ich war einmal. Aber du hast aber echt. Möller? Die Map ist echt fies, ja, ey. Gut, okay. Also zum Verstecken, ne? Ja. Wegen dir musst du mir erstmal ein Radar kaufen, Paul. Aber lieber echt? Paul. Ja, ja. Also wenn man mit Paul spielt, braucht man den Radar auf jeden Fall. Weil der campt immer rum, das ist der Wahnsinn. Ich campe doch gar nicht. Genauso wie ich campe überhaupt nicht rum, ich laufe immer durch die Kante und laufe von Ort. Ja, wenn ich tot bin, klar, liege ich dann am Boden, dann campe ich da rum, das ist richtig. Ja, auch so tun zu campen. Aha. Das ist überhaupt nicht wahr. Was ist denn los mit dir? Ich sehe dich doch da gerade. Ich lauf doch hier rum. Oh, das Schaf. War es der Möller selber? Dingsbums, mit A. Wie heißt er? Aludin. Tobi. Was? Ja, ist es. Nein, war ich nicht. Tobi ist halt. Woran? Warum? Wie kommst du da drauf? Der Schaf kann von der ich anderen nur noch Seite. 4 HP. Aua, das bin ich doch. Mann. Ja, das ist du, Onkel. Sorry. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Der Schaf kam von der anderen Seite. Nein. Ich hab's genau gesehen. Ich hab aber eine AWP gehört. Das war ich jetzt mit dem Schuss gerade. Eine AWP? Nein. Mit der Rifle jetzt gerade. Achso. Onkel? Ja.
Ja, ich kann. Ich hab mir eher gedacht, dass das nämlich von Müller kam. Das hat sich gerade Müller, hinter dir steht noch einer, das ist dir bewusst? Was hat ihr denn jetzt für Probleme? Ich glaube nämlich, er hatte... Ja, also irgendeiner, also entweder... Das Gefühl, das ist Paul. Also Möller, ja. Oder, Möller oder Tobi, einer von den beiden ist jetzt das, Traitor. Das hier. Ding kam von der anderen Seite. Ich kann es nicht gewesen sein. Aber ich will nur 4 HP. Warum sollte ich mir selber Schaden zuzufügen? Ja, weil du aus Versehen dagegen geflogen bist. Werfen. Wo warum? Es war doch eine ja, AWP. Gegen diese Feuler hier vorne auf dem Dach. Es war doch eine AWP. Wieso weißt du, wo die hingeflogen ist? Ich nicht. Ja, weil ich das scharf auch gesehen habe. Also mein Verdacht ist wirklich Tobi, weil ich habe den Schuss ganz nahe gehört und er ist vor mir aufgetaucht. Geh weg, Tobi, hoffe so anzuschießen. Der schießt auf mich, der Mauer. Verdammt. Ich hab's doch gesagt. Falsche Waffe. Wer war denn das jetzt? Paul. Weil ich am Tobi erschossen. Weil der hat auf Paul geschossen, deswegen habe ich ihn erschossen. Hätte ich so. Ein bisschen schneller machen können? So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. War auf jeden Fall saugeil. Und diesmal leckt mich am Arsch. 36 Minuten. Wow, war mal ein längerer Part. Und ja, dann würde ich sagen, bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss.